Was ist los? Also Vorteile von Flipped Classroom, es macht jedem Spaß. Sie können daheim die Videos anschauen, ohne WhatsApp, ohne Freunde, ohne Hilfe. Sie können den Unterricht wirklich folgen und dann im Unterricht, wenn Sie mich brauchen, bin ich da. Und das ist der Riesenvorteil und es macht Spaß. Und die Eltern finden es auch alle super. Nachteile? Gibt es viele, erzähle ich aber keinen. Ich klicke im Deutschunterricht, weil wenn ich die Erklärphase auslage und die Schüler alles schon wissen und das Basis zu Hause erarbeitet haben, ich viel mehr Zeit habe, im Unterricht kreativ zu arbeiten und das machen kann, was im Deutschunterricht wirklich Spaß macht. Für mich ist der Flipped Classroom einfach toll, weil ich unglaublich viel Zeit gewinne, um andere Sachen zu machen, außer Jupyter zu üben. Die Leute wirklich mal kreativ werden zu lassen, selbst Videos erstellen zu lassen und andere Sachen zu machen, die ich sonst nicht machen könnte, weil so viel Zeit für die Arbeit drauf geht, die jetzt einfach ganz anders und effektiver gestaltet werden kann. Ich finde, der Vorteil bei Flipped Classroom liegt dabei, dass jeder Schüler selbst sein Lerntempo gestalten kann und selbstgesteuert zu jeder Zeit lernen kann, an dem Ort, wo er möchte und auch zu der Zeit, wo er möchte. Einen ganz klaren Vorteil von meinem Fremdsprachenunterricht sehe ich darin, dass ich viel mehr Zeit habe, auf die Schüler einzugehen und die Schüler aber halt auch viel mehr Zeit wirklich zum Sprechen haben, zum aktiven Sprechen in der Zielsprache. Das ist halt mit der größte Vorteil für mich. Und eine Kritik wäre eher nicht an dem Konzept, sondern an der Möglichkeit der Umsetzung, dass an vielen Schulen die technischen Bedingungen leider noch nicht dementsprechend, was wir eigentlich als Ideen schon haben. Und dass man da noch viel einfacher und viel mehr machen könnte. Ja, der größte Vorteil für mich ist, dass ich mit meinen Studenten mehr in Austausch komme. Früher habe ich Vorlesungen gehalten und jetzt habe ich 90 Minuten Zeit, mit den Studenten in die Diskussion zu kommen. Mein Nachteil ist, dass es natürlich auch eine Monomethode ist letzten Endes und es wird vielleicht auch schnell langweilig, weil jede Woche das Gleiche passiert. Der Vorteil am Classroom ist vor allem die veränderte Lehrerrolle. Ich kann als Lehrer wirklich als Lernbegleiter und Lernberater agieren und dadurch erzeuge ich eine ganz andere Lernatmosphäre als im frontalen Setting. Der größte Vorteil für mich, gerade als Sonderpädagoge, ist, dass ich tatsächlich individualisierten, hochdifferenzierten Unterricht machen kann. Und wenn ich Videos nutzen kann, die ich nicht selbst erstellt habe, dann komme ich sogar mit 15 Minuten Vor- und Nachbereitung aus, wie mir das Hamburger Arbeitszeitmodell auch vorschreibt. Mehr Zeit habe ich nämlich nicht. Viel Spaß! Ich finde am Flipped Classroom toll, dass alle in einem Boot sitzen, dass eine Demokratisierung des Lernens stattfindet und dass meine Schüler trotz einer gewissen Führung die Möglichkeit haben, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen und ich die Möglichkeit habe, sie auf diesem Weg in ein selbstorganisiertes Lernen zu begleiten. Was ich kritisch finde am Flipped Classroom ist der enorme Zeitaufwand für den praktizierenden Lehrer, gerade in Bezug auf die Videoproduktion. Was jedoch mittlerweile ein einfaches ist, das zu umgehen, da wir ja so eine tolle Community geschaffen hat, sodass man guten Gewissens auf bereits bestehendes, gutes Material zurückgreifen kann und dieses für seinen eigenen Flipped Classroom nutzen kann. Gerade im Deutschunterricht wiederholen sich viele Themen Jahr für Jahr und dort bietet sich das Flipped Classroom-System sehr gut an, weil die Schüler dann zu Hause die Dinge vorbereiten können und im Unterricht kann dann individuell auf den einzelnen Schüler eingegangen werden.